Vor 11 Jahren ereignete sich in München kurz nach Ladenschluss ein Überfall auf das Geschäft des bekannten Modeschöpfers Rudolf Mooshammer. Dabei wurde der Angestellte eines privaten Sicherheitsdienstes aus nächster Nähe erschossen. Von den vermutlich 4 Tätern konnte einer noch am Tatort festgenommen werden. Seine Komplizen sind nach wie vor flüchtig. Reinhard Kammermeier, willkommen im Freien. 11 Jahre Knast. Was geht Ihnen durch den Kopf? Was fühlen Sie? Was denken Sie? Herr Kammermeier, wir haben ein Anrecht. Das kenne ich doch. Vom Fernsehen. Abendschau. Da war ich schon seit 10 Jahren nicht mehr. Mhm. Immer noch der alte Anarcho. Okay. Hallo, ich bin Susanne. Na, wie ist das? Wenn man nach 12 Jahren hinter Gittern wieder vor einer Frau steht. 11 Jahre war es. Gefällt dir Susanne etwa nicht? Entschuldigung, ich habe ganz vergessen, wie empfindlich du bist. Na, hat sich das jetzt gelohnt? Er war so anständig.
seine Komplizen nicht zu verpfeifen. Haben Sie mir erzählt, Herr Kammermeier? Die Freundin, was? Hat 11 Jahre treu gewartet. Wahnsinn, das ist wieder zu trennen. Arschlöcher, soll mir in Ruhe lassen. Sei doch froh, dass sich die Presse noch an dich erinnert. Maler waren da, ne? Letzte Woche. Ich habe sie extra für dich kommen lassen. Ich habe alles so gelassen, wie es war. Die Plakate habe ich in den Keller getan. Chisi? Hi. Warum hier? Nostalgie. Fand die Zeit hier immer ganz gut. Ich meine, warum das Versteckspiel? Wenn er jetzt an die Vertreibung vom Kuchen geht, ich hätte gern auch ein Stückchen. Wie hast du erfahren, dass Reinhard wieder draußen ist? Aus dem Radio. Und damit begann meine Glückssträhne. Der Kuchen ist verteilt. Rick, verkauf mich nicht für blöd. Allein der Schmuck war ein paar hunderttausend wert. Wir haben investiert. Ich in meinem Motorradhaus, Annette hat eine Agentur, Oliver in seinen Fernsehquiz. Ihr seid Schweine. Tja, dann muss ich wohl mit dem Bullen reden. Schade. Es sei denn, ihr macht eine kleine Spendenaktion für mein Meditationszentrum auf der Insel. Hm? Keine Panik, wir finden schon eine Lösung. Das denke ich doch auch, Alter. Am liebsten würde ich dich jetzt wie in alten Zeiten auf den Tenker einladen. Mokka ist eine super Idee. Annette hat am besten gemacht. Annette ist nicht hier. Wie wär's, wenn du es versuchst?
Okay. Ab in die Küche. Darf ich bitten? Nach dir. Ja! Zwei Stunden weg. In dringenden Fällen bin ich im Bayerischen Hof zu erhalten. Aber nur, wenn es dringend ist. Verdammt nochmal, wo sind meine Unterlagen? Viel Glück. Danke. Ich habe alles im Griff. Ciao. Ja? So, Herr Leitmeier, dann wollen wir mal. Jetzt gehen Sie mal ein kleines Stückchen zurück. Ja, noch ein kleines Stückchen. So, jetzt nach links. Links, ja. Links, links. Nein, rechts, 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 rechts. Links oder rechts? Ja, rechts, rechts von Ihnen aus. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Sehr gut, sehr gut. Jetzt gucken Sie die Kamera. Kamera, prima. Jetzt den linken Arm zum Stern. Gut, tschüss. Ja, Blick in die Kamera. Optimismus und Text. Ich habe immer um Sie einen Bogen gemacht. Ich war irgendwie allergisch auf Sie. Für mich waren es nur die Bullen. Aus, aus. Ist doch nur abgelesen, was Sie da machen. Sie müssen die Worte von innen heraus fließen lassen, dann klingt es ganz natürlich. Okay. Ich habe immer um Sie einen Bogen gemacht. Ich war irgendwie allergisch auf Sie. Für mich waren es nur die Bullen. Jetzt bin ich selbst dabei, ja? Ich bin mal... Sind Sie bestellt? Nein, ich bin der Kollege. Dann warten Sie bitte draußen. Franz, die anderen haben nicht die geringste Chance. Hör bloß auf. Die sollen den Nürnberger nehmen. Der schaut schon sehr gut aus. Genau das ist ein Problem. Wir suchen Sympathieträger und kein Schönling. Ivo, stell dir vor, die nehmen mich wirklich. Das gibt eine Katastrophe. Und der Franz, das Model? Ich könnte mich in den Arsch beißen. Wer kann denn ahnen, dass Bayern gegen Zagreb verliert? Ich hab die Wette gewonnen, da musst du jetzt durch. Beim Elfmeterschießen, diese Decken. Mit Schulden sind Ehrenschulden. Vielleicht nehmen sie ja doch den Nürnberger. Hoffentlich. Ja, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie stolz wir auf Sie sind, Herr Leitmeier. Die ganze Presseabteilung steht Kopf. Aber wir hätten es Ihnen auch nicht verziehen, wenn die Konkurrenz aus Augsburg oder Nürnberg das Rennen gemacht hätte. Ja, seit einigen Minuten wissen wir, dass Sie Bayerns Paradepolizist sind. Du, Franz, sag Bescheid, wenn es Autogramme gibt, gell? Ich bin leidenschaftlicher Sammler. Ich habe ein Original von 69 daheim. Ja, die Baustelle kenne ich. Wie lange liegt der Tote schon da? Ja, wir kommen. Franz? Tja. Tut mir leid, Herr Flatter. Moment, Herr Leitmeier. Wir haben Sie natürlich sofort für uns freistellen lassen. Auf Sie warten jetzt Fototermine, Interviews, Talkshows. Na los, Bartitsch. Arbeit ist angesagt. Leitmeier? Der Kollege Leitmeier. Ja? Er ist genau meine Konfektionsgröße. Eine unwiderstehliche Mischung. Was weiß ich? Large. Servus. Haben wir ein Hämatom direkt unterm linken Ohr, Blut aus dem linken Ohr. Die Pillen sind beide nicht stark. Gibt es irgendwelche Hinweise auf seine Identität? Ein bisschen Tabak in der Tasche. In seinen Schuhen haben wir Sand gefunden. Selbstmord. Nix. Gehen wir hoch. Okay. Vielleicht ist es doch noch ein Unfall gewesen. Servus. Dann erzähl mir doch mal, wie einer aus dem dritten Stock fällt, tot ist, wieder aufsteht, nach oben geht und seine Fingerabdrücke an der Klinke abnutzt. Ziemlich dämlich gewesen sein, der Täter, so viele Spuren zu hinterlassen. Waren es mehrere? Nur zwei, der Täter und sein Opfer. Einer war Stockträger. Habt ihr schon Fotos gemacht? Was haben wir hier gefunden? Aha.
Was machen wir mit ihm? Ins Labor. Okay. Alfredo Solanas. Doch auf! Ach, so Zeit, das Kind. Oh, Reinhard, du bist wieder da. Danke dir schön. Danke. Journalistin? Mhm. Ich dachte, du bist Krankenschwester. Was denn die Wohnung hernehmen muss? Mein Vater hat mir gesagt, dass sie frei wird. Ich hatte Kontakt mit ihm aufgenommen wegen einer Geschichte über dich. Mein Vater hat keine Ahnung von mir. Nein. Ich verwende das nur für mich. Das war also euer Treffpunkt. Digga, shit. 3 Uhr nachts nach Chili con Carne. Und wenn du pennen wolltest, war's auch okay. Und was wolltet ihr erreichen? Wenn es ein Wohnungsproblem gibt, wenn jede Menge Häuser stehen leer, da fragst du nur? Dann also eine Art Robin Hood. Quatsch. Und die Idee für den Überfall entstand auch hier? Erzähl mir was über die Leute, die dabei waren. Oliver! Reinhard! Annette hat mir gesagt, dass du draußen bist. Ja, sie lässt sich entschuldigen. Sie kommt leider nicht kommen. Hm. Wahnsinn! Ja. Wer ist die Maus? Freie Journalistin. Ah, Medien? Fernsehen? Wie wär's mit Kriminalreporterin? Bedienung? Mensch, Alter. Wie ist gelaufen, oder?
Wie fühlt man sich als Star? Beschissen, wie ein Astronaut, der im Weltraum vergessen worden ist. Tja, das ist der Preis des Ruhms. In diesen Höhen wird's einsam, Franz. Sag mal lieber, wie du vorwärts kommst. Also, der Führerschein war gefälscht. Der Tote ist Christoph Steininger, hat sich 83 ins Ausland abgesetzt. Drogengeschichten. Muss aber erst vor kurzem wieder zurückgekommen sein, in seinen Schuhen war noch Meeressand. Und irgendwas über den Täter? Ja, da haben wir nur das Schuhprofil. Größe 44. Der rechte Schuh stark abgelaufen, Gummispuren, Abrieb von einem Stockende. Der Täter war wohl Stockträger. Und wie geht's weiter? Ich höre mich mal unter den Brücken um. Könnt mir vorstellen, dass der Steininger da gelandet ist nach seiner Rückkehr vom Strand. Da komm ich mit. Wir müssen rausfinden, warum der zurückgekommen ist. Ja, du hast heute Nachmittag deine Vorbesprechung. Für die Talkshow. Du bist kein Freund. Ich interessiere mich nicht für Geld. Ich interessiere mich für Zuschauer, für Einschaltquoten. Sag das mir, Herstellungsleiter. Komm mal. Bring mir noch einen Kaffee. Guten Morgen. Morgen. Wie heißt's so schön? Wer früh aufsteht, wird reich. Na, wie sieht das hier aus? Gut. Ja, finde ich nicht. Ist das der Neumann hier? Ja, wer sonst? Gib dem Mann eine größere Wahl, sonst stehen wir heute Abend immer noch so da. Oder tauschen wir aus gegen eine schöne junge Malerin. Ja, ja. Zu viel Zucker. Das ist der Kaminkehrer. Entschuldigung, der sieht scheiße aus. Der sieht richtig scheiße aus. Der muss schwarz sein! Entschuldigung. Komm, mach weg, mach weg. Kinder, wollt ihr mich umbringen? Hoch die Töpfe. Was heißt die letzte Produktion? Das interessiert mich nicht. Bei mir wird nicht geschlampt. Du, was nervst du mich schon wieder damit, Kindchen? Wir müssen wissen, welches Schwein wir nehmen, weil die Maler es an die Wände malen müssen. Die Maler, die Maler, die Maler. Wir haben uns längst für die Leuchtvariante entschieden. Esther meint, vor Blinkenden verliert sie nicht. Esther soll ihren Job machen. Ich mach meinen, klar? Okay. Na, endlich. Komm mal weg. Annettchen. Wo sind wir denn ungestört? Sehr schräg. Wir gehen nach oben. Komm. Ich bin im Fundus, aber nur, wenn es brennt. Okay. Mach die Kippe aus, Annette. Ich habe gar nicht gewusst, dass Cheesy schon wieder da war. Wir hatten ihn doch alle längst abgehackt. Nach dem, was der eingeworfen hat damals, ich habe ihn erst gar nicht erkannt. Dass er sich bei keinem von uns gemeldet hat. Bei uns nicht. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Reinhard jemanden umbringt. Weißt du, was er im Knast erlebt hat? Und dann kommt er raus und wird erpresst? Oliver. Ja? Wie war Reinhard denn drauf gestern? Schwer zu sagen. Und wenn wir zur Polizei gehen? Len, die Idee, dann können wir gleich Reinhards alte Zelle beziehen. So. Da hinten ist der Oliver. Frau Bergmann, bitte ins Studio. Frau Bergmann. Komme. Mensch, Reinhard. Grüß dich. Hast du ihn nicht unterkriegen lassen, wir? War noch der aufrechte Gang. Hier, schenke ich dir. Zur Begrüßung im neuen Leben. Deine alte Kutte ist echt nicht mehr angesagt. Komm, ich zeig dir mein Studio. Reinhard, warte! Da vorne sind die Augen. Und das Geile ist, ich kann machen, was ich will. Wenn ich sage Hü, machen alle Hü. Wenn ich sage Hort, jeder macht Hort. Guck dich um. Meine Sache. Ha? Jetzt schau erst mal, dass du dich wieder akklimatisierst draußen. 10 Jahre, das ist eine lange Zeit. 11 Jahre waren es. Und wo wohnst du jetzt? Bei meinem Vater. Scheiße. War dieser der Einzige, der mich besucht hat in all den Jahren. Wir konnten ja nicht, ohne uns verdächtig zu machen. Aber jetzt hast du es ja hinter dir. Und wie? Na, wie findest du meine Show? Du bist ja wohl in ein System mit Volldampf in den Arsch gekommen. Hey, bloß weil ich eine Gameshow mache? Jetzt bleib mal auf dem Teppich, Reinhard. Du hast dich verkauft. So ein Blödsinn. Rainer, wollen wir nicht zusammen essen gehen? Sushi kennst du doch sicher noch nicht. Ich melde mich. Reinhard, wir wissen, was wir dir verdanken. Hallo.
Ich wollte wissen, ob ihr den kennt. Komm mal runter. War der mal hier? Hallo. Nein, gesehen? Kenn ich nicht. Mag ich? Wer passiert sich? Nee? Nein, den kennen wir nicht. Die auch nicht? Danke. Kennst du einen Christoph Steininger? Kennst du einen Christoph Steininger? Entschuldige. Kennst du den? War der schon mal hier bei euch? Na, den kenne ich nicht. Ja? Karl, kennst du den? Ich schon. Der Karl kennt ihn auch nicht. Ja, danke. Ich verstehe den Jungen nicht. Wie kann man sich das Leben nur so schwer machen? Ich war auch einmal jung. Damals war ich ganz unbekümmert. Ein richtiger Luftikus. Das kann ich mir vorstellen. Ja, so schlimm war es auch wieder nicht. Wenn mir eine gefallen hat, war ich ihr schon treu. Zumindest eine Zeit lang. Hier bin ich zu Hause. Klar. Oliver? Hallo. Wieso sollte ich nicht mehr mit dir reden wollen? ja, na klar interessiert mich, was du noch machst, außer Schweigen gehabt. Filmtour. Klar, können wir machen. Okay. Tschüss. Tut mir leid wegen gestern. War nicht gerade sensibel von mir, das mit dem Tonband. Hättest du eigentlich mal Lust auf Kino? Okay. Ich gehe an der Kammermeier. Ja, warum blinkt denn der Kaminkehrer nicht? Der muss blinken, habe ich gedacht. Alles blinkt, aber nicht der Kaminkehrer. Scheiße! Ja, mach doch bitte was! Technik in die Bildregie, bitte. Entschuldigung, ich suche... Jetzt nicht! Na, endlich. Na? Die Schweine kommen gleich. Das wird aber auch Zeit. Schweine von 64. Ja, komm mal hin. Hallo, was wollt ihr wieder? Ich suche die Redaktion von TikTok, von der Talkshow. Seid ihr hier völlig verkehrt? Ja, ärger doch mal, bin ich hier in der Metzgerinnung? Telefon. Ja. Nein! Ich wollte mal Zuschauerzahlen und Einschaltquoten. Und dafür habe ich immer gekämpft. Die Scheiße. Die bauen ja schon die Dekoration ab. Die Leitung zur Bildregie steht wieder. Wir können weitermachen. Wir sind jetzt auf Standby, Herr Reichler. Nimm mir Kaffee. Und Kleenex. Also was ist? Na komm, mach hin. In die Ecke mit der Sau. Gut. So, das gibt's noch nicht. Da hat wieder ein Scheinwerfer seinen Geist aufgegeben.
das war kein Scheinwerfer. Wo bleibt denn die Krankenschwester? Hey, kümmere mich doch. Können Sie sprechen? Ja. Haben Sie einen Verdacht? Der Kaminkehrer. Was? Der Kaminkehrer. Feinde. Ja, meine Assistenten, ne? Hast du Schwein gehabt? Schwein gehabt. Okay, dann bringt mir noch mal einen Kaffee. Sieh mal auf, bitte. Ja. Aha, aha, aha. In der ersten Reihe. Und da haben wir es auch schon. Ist die Kamera mitgelaufen? Ja, schon. Die ganze Zeit. Könnt ihr es mal anschauen? Kann die Regie das Band nicht mehr abfahren, bitte? Das ist die langsam. Das ist die langsam. Ja, ist. Da erwischt's. Und jetzt in dem Schwenk darüber, da müsste man doch was sehen. Verstehe ich nicht. Das geht so schnell. Da kann man ja überhaupt nichts sehen. Da. Halten Sie mal an. Doch mal bitte. Was machst du hier? Guten Tag. Der Schuss ist da aus dem Auge gekommen. Hm? Okay. Sag mal, du lässt aber auch nichts aus, hm? Polizist ist immer im Dienst. Ich denke mir, du bist bei deiner Talkshow. Mensch, die Fernsehleute, die habe ich total vergessen. Pass auf, das ist das Projektil. Der Feuerwehrmann weiß, was war. Servus. Franz, so wirst du nie ein Star. Ah. Etwas zügiger. Mensch, Kinder, wo bleibt denn der Liegestuhl? Ich werde hier noch verrückt. Ja. Konnichiwa. Hi. Doso. Anone. Arigatoumas. Ja, 35. Ach so, ist klar. Ho. Unsere Schauspieler fangen an, wenn die Stimmung abzusacken droht. Sie können wählen, einen Ehekraft, einen Betrunkenen, der zudringlich wird, oder was Härteres. Einen armen. Mensch, Kinder, ich sag doch nicht, dass wir das nicht organisieren können. Tschüss. Ja, wenn Sie für Ihre Party was Originelles wollen, Bungee-Springen ist doch seit Jahren nicht mehr in. Ja, aber passen Sie mal auf. Ja? Doppelgänger war im Angebot. Ja, die Honecker-Nummer kommt tierisch an. Honecker ist tot, wir müssen umbesetzen. Na, na, was ist? Merde. No se preocupen, señora. Bueno, entonces muchas gracias. Y hasta pronto. Entschuldige, dass ich dich erwarten lassen. Bitte. Im Knast habe ich oft dran denken müssen, wie das damals war mit uns. Du warst sowas von ausgeflippt. Und jetzt bin ich verheiratet. Klar.
Und wie gefällt dir meine Agentur? Soll ich dir die Mädels mal vorstellen? Ihr organisiert hier wohl alles. Agentur Renier? Ah, oui. Bonjour, monsieur. Non, alors voilà. Non, monsieur. Je regrette infiniment. Non, nous ne faisons pas ce genre de publicité. Was machst du so den ganzen Tag? Rumgehen und schauen. Écoutez, nous sommes une maison sérieuse. Non, il en est absolument pas question. Ich kann mir vorstellen, was sich für eine Wut in dir angestaut hat. Oui, alors écoutez. Non. Et puis c'est tout. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Au revoir. Du bist ja nicht allein. Du hast Freunde. Agentur Renier? Oh, yeah, hi. Okay, so now listen. For your uncle's birthday party, I thought we could do a little girl in the cake number. So I got you a nice curvy blonde, or maybe a brunette. Okay, and we'll have her pop out of the cake at midnight sharp. How's that? Mm-hmm. Yeah, so your uncle should have nice memories of his tour in Europe. Macht es Ihnen eigentlich Spaß, den ganzen Tag im Rollstuhl zu sitzen? Nein, nicht mehr, seit Reinhard wieder zu Hause ist. Aber eigentlich wollten Sie doch ganz etwas anderes von mir wissen. Vielleicht wollte ich nur wissen, wie man ihn zum Reden bringen kann. Wenn das so einfach wäre. Irgendjemandem muss er sich doch anvertrauen. Das hat er noch nie gemacht. Raus. Reinhard, sie ist mein Gast. Und horch dich aus. Ich hätte nicht gedacht, dass du so aggressiv sein kannst. Bin gleich wieder da. Reinhard? Hier. Nur von Anfang. Das steckt man weg. Wir haben gesammelt. Oliver kam gerade aus dem Krankenhaus, aber war sofort mit dabei. Oliver? Wieso? Was ist denn passiert? Jemand hat auf ihn geschossen. Erst Chasey, dann Oliver. Aber wieso denn? Das wollen wir auch wissen. Ausgerechnet Chasey. Ich habe jedenfalls mal alle, die damals dabei waren, in eine Eisbrecher bestellt. Freiheit 94. Das hast du organisiert? Ja. Ausgerechnet der Mann, der mit seinem Wahnsinn die Freiheit kaputt gemacht hat. Ja, Herr Leitmeier, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken für Ihre Geduld. War mir ein Vergnügen. Rufen Sie mich doch mal an. Wenn Sie doch mal einen Abend frei haben. Grüß Gott. Guten Tag. Wiederschauen. Wiedersehen. Betreibst du wieder Öffentlichkeitsarbeit? Ja. Was treibst du? Du, im Mordfall Steininger bin ich keinen Schritt weiter gekommen. Dafür haben sie mir noch den Anschlag auf diesen Filmfritzen aufgehalst. Die beiden Fälle könnten zusammenhängen. Hä? Wieso? Schau mal. Freiheit 81. Und Oliver Reichler hat dazugehört. Jungs, Neues vom Labor. Ja, sowas. Die werden doch nicht ausnahmsweise schon fertig sein. Die Waffe war eine Walther 9mm, und zwar ein Typ, der seit über 10 Jahren nicht mehr im Handel ist. Also immer, wenn ein Anruf kriegt von der Sekretärin vom Studio. Sie hat einen Streit mitbekommen zwischen dem Reichler und irgendeinem alten Bekannten. Und sie meint, ihr sollt sie mal nach dem Reinhard fragen. Kammermeier. Kennst du den?
Danke, Carlo. Ja, aber es ist jetzt auch eine super Alterne, brachte Meier Lob. Hast du gut gemacht, danke, Carlo. Musst uns trotzdem allein lassen, bitte. Ja, ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Was weißt du? Als ich den Oliver Reichle da liegen gesehen habe, habe ich ihn sofort wiedererkannt. Warum hast du mir nicht gleich gesagt, dass du bei dem dabei warst? Dabei? Was heißt dabei? Ich war halt damals ab und zu in der gleichen Kneipe. Ich fand die Leute ganz... Naja. Ja, chaotisch. Das waren Bürgerskinder, die ein bisschen Revolution gespielt haben. Und die wolltest du natürlich nicht verpassen. Und wieso hat es dich ausgerechnet zur Polizei verschlagen? Jetzt fängst du auch noch damit an. Weil man einen Haufen Kohle verdient, einen Dienstwagen hat und Fernreisen macht, okay? Und weil es ein Beruf ist, der nach den Sternen greift. Ivo, ich habe bei meinem Einstellungsgespräch kein Wort über meine Beziehungen zu der Gruppe verloren. Ich habe einfach gedacht, dass das nicht weiter wichtig ist. Deswegen haben wir jetzt einen erstklassigen Informanten. Würdest du dem Kammermeier einen Mord zutrauen? Der ist damals als einziger erwischt worden. Und weißt warum? Weil er sich um den angeschossenen Wachmann gekümmert hat, anstatt abzuhauen. Wie edel. Ich frage mich nur, warum es damals überhaupt einen Toten geben musste. Natürlich hat der Kammermeier ein Motiv. Hat sich für seine Komplizen einbuchten lassen und mit der Zeit begriffen, was das für ein Blödsinn war. Okay. Wilde Spekulationen. Das einzige vernünftige Indiz, das wir haben, ist der Schuhabdruck. Immerhin ein großer Schuhabdruck. Oder Sie kämpfen nach der Entlassung von Kammermeier um die Führung. Führung, Ivo. Das waren Anarchisten. Und deswegen sind Sie alle lieb zueinander, ja? Außerdem gibt es die Gruppe schon längst nicht mehr. Mal Regen, mal Sonnenschein. Hoffentlich bringt's was. Herr Mussamer. Grüß Gott. Mein Name ist Leitmeier, Kriminalpolizei. Baditsch. Wir sind da, weil wir Sie noch mal was fragen wollten wegen dem Überfall 1981. Ich kenne Sie nicht. Darf ich Sie bitten, dass Sie sich ausweisen? Sind Sie so freundlich? Gern, natürlich. Danke sehr, ja. Danke. Also, wir hätten einfach noch ein paar Fragen an Sie zu dem alten Fall, falls Sie sich noch erinnern. Ist schon länger, ja? Sie haben damals bei den Kollegen zu Protokoll gegeben, dass Sie sich an niemanden erinnern können, dass Sie kein Gesicht erkannt haben. Also, damals nicht und heute nicht. Das war ja so verwirrend. Es waren so viele Personen und die Typen sahen alle gleich aus mit den langen Haaren. Also, ich kann mich wirklich nicht erinnern. Ist Ihnen jemand in Erinnerung geblieben mit einem körperlichen Defekt? Jemand, der hinkt? Ich meine, in so einem Moment, was ja ein Schock für uns alle war, aber in so einem Moment guckt man doch nicht auf die Füße, sondern da sind sie so geschockt und eigentlich ratlos. Also da habe ich wirklich nicht aufgeguckt. Herr Gerhard, können Sie sich denn erinnern? Nee, also das ist so lange her, aber hier ging es unglaublich zu, das kann man gar nicht glauben. Also da waren Leute da, das gibt es gar nicht, wie im Kaffee, also im Schlussverkauf. Das war damals hier auch schon beschrieben. Ja. Aber es ist, wie gesagt, so lange her, ich kann Ihnen da auch keine genauen Auskünfte geben. Es tut mir leid, es liegt so. Reuter hieß der, glaube ich. Der Wachmann, der zu Tode kam. Ja, Reuter. Der hat nicht mehr eine Waffe gehabt. Also. Nein, also es tut mir leid, ich kann ihn nicht weiterhelfen. Ja, muss aber, ich möchte Sie auch daran erinnern, der Prinz Alfonso von Hohenlohe kommt jeden Moment. Also, Sie hören es. Darf ich Ihnen noch meine Karte geben mit der Telefonnummer, falls... Gut, wenn wir uns erinnern. Ich glaube, ich verabschiede. Herr Mosheim. Herzlichen Dank. Herr Gerhard, vielen Dank.
Sascha, ja, der Wachmann. Sie haben nicht die geringste Ahnung, wer damals bei dem Überfall dabei war. Schön wär's. Ich hätte nie zugelassen, dass er seine feinen Freunde deckt. Aber Reinhard hat mir noch nie gesagt, wo er hingeht. Und jetzt? Besuchen ihn seine alten Freunde. Einer war da. Aber wenn Sie seinen Namen wissen wollen, dann müssen Sie schon den Verfassungsschutz fragen. Kann ich mal telefonieren, bitte? Draußen auf der Garderobe. Danke. Herr Kammermeier, erzählen Sie mir etwas über Ihren Sohn. Ja, er war immer schon ein Träumer. Einmal, da war gerade 10, da sind wir an einer leerstehenden Villa vorbeigekommen. Papa, hat er zu mir gesagt, weißt du, was ich mit so einem Haus machen würde? Ich würde da alle armen Leute reinziehen lassen. Da waren Sie sicher stolz auf ihn. Ich hätte mir lieber einen Sohn gewünscht, der zuerst an seine eigene Familie denkt. Ich habe uns eine Nachtübung organisiert, Ivo. Ist das Ihre Tochter? Die Nachbarin. Ich hoffe nur, sie kommt wieder zurück, so wie Reinhard sie behandelt hat. Warum? Kennen Sie das nicht, dass man eine Frau schlecht behandelt, die man begehrt? Danke, Herr Kammermeier. Danke. Die gehören wohl Ihrem Sohn? Mir gehören sie nicht. Größe 42. Gleichmäßig abgelaufen. Danke, Herr Kammermeier. Bravo. Wer von den alten Campern war leider nicht aufzutreiben. Scheint heute einen Engpass bei dem Babysitter zu geben. Frank! Danke, dass du mein Kind. Du schaust echt super aus. Du warst besser als früher, oder? Scheint eine Art Frischzellenkur zu sein, der Knast. Du kannst es ja mal ausprobieren. Die Möglichkeit hast du. Und, kennst du ihn noch? Unser Milchpulvermillionär. Hast du immer noch aus Milchpulver Kokain? Nee, bin jetzt Arzt. Ja, da schau her. Und? War scheiße im Knast, oder? Du solltest zur Telefonseelsorge reden. Zum Kotzen war es der reinste Horror. Oliver, ist es okay? Ich bin soweit okay. Glaubt ihr, dass das die Faschos waren?
Hinterher gibt's halt nicht, dass ich den Oliver. Dasselbe nochmal. Für alle. Dieser Oliver Reichle aus dem Fernsehstudio. Falls du möchtest. Annette Renier. In Erscheinung getreten, das erste Mal in Frankfurt, im November 79. Franz ist der Zwillingsbruder. Ja, das war mal das Sorgenkind in der Familie. Carlo, der rechts von der Säule, das kannst du sein, ne? Achso, du meinst. Sie sehen an diesen Bildern, dass die Gruppe relativ unorganisiert und spontan handelte. Gabriel Maxstraße, August 80, München. Das ist in Obermenzing. Halt! Das will ich noch mal sehen. Fahren Sie bitte zurück. Der hinkt. Der abgelaufene rechte Absatz. Richard Heiger. Entschuldigen Sie, dass ich so spät störe. Sie wissen doch, dass ich nachts nicht schlafe. Kommen Sie nur herein. Nein, ich wollte nur mein Band holen. Ja, das habe ich schon vorbereitet. Ich hoffe, die Batterie ist nicht leer. Ich lief die ganze Zeit. Haben Sie Reinhard gesehen? Er kommt, er geht. Auf dem Jungen ist kein Verlass mehr.
fällt einem doch sofort wieder das alte Lied ein. Fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Ich habe übrigens auch einen Einsatz. Echt? Ja. Aber bist du mal gefahren? Ich bin auf so einer gezeugt worden. Das hält die doch gar nicht aus. Doch, siehst du doch. Wollte Rick nicht mal Bildhauer werden? Hat er nicht mal diese Riesenteile aus Schrott zusammengeschweißt? Durchgangsweise. Mir ist auch nicht ganz klar, wofür ich das Jahr auf der Clownschule gebraucht habe, als Chirurg. Mach das nur für Rainer. Tut mir bitte den Gefallen und seid vorsichtig. Ja, logisch, Mann. Frank, die Helme. Für mich kein. Mensch, willst du, dass uns die Bullen anhalten? Sag mal, damit willst du fahren? Alter. Jo. Völlig geil. Ja, eigentlich gehört hier eine Gedenktafel hin, ne? Ja, genau. Einziges Haus im Freistaat, was länger als 24 Stunden besetzt war. Ich kann mich noch an die Gesichter von den Bullen erinnern. Als der Besitzer ihn erklärte, er sei mit unserer Aktion einverstanden. Wer wohnt jetzt hier? Eine Familie, glaube ich. In dem Riesenkasten? Vielleicht eine kinderreiche Familie. Kolbenheier und Jaschke? Jaschke? Den Namen kenne ich doch. Ja, komisch. Wie der Anwalt, der uns in der Obermenzinger Sache verteidigt hat. Zufälle gibt's? Ich denke, Yashi hat das gekauft. Da täusche dich, Rita. Ah. Yashi, unser Stadtindianer? Ja. Das gibt's doch nicht. Jetzt fahren wir nach Obermenzing, oder? Oh, tut mir leid, da bin ich nicht mehr dabei. Sieh. Ich schließe mich an. Ich habe morgen eine komplizierte Niere. Mach's gut. Werf die Schlüssel im Briefkasten, ja? Ich kann mir das morgen auch anschauen. Kann ich mir vorstellen. Ich hab halt keine Lust mehr auf Selbstausbeutung in Alternativkneipen. Dann musst du nicht der Kohle so hinterher rennen. Vielen Dank. Ach komm halt, geh nicht. Okay. Mal alle, die damals dabei waren, in Eisbrecher bestellt. Das hast du organisiert? Ja. Ausgerechnet der Mann, der mit seinem Wahnsinn die Freiheit kaputt gemacht hat. Du weißt, dass ich damals nicht schießen wollte. Ich wollte diesen Wachmann wirklich nicht umbringen. Du weißt, dass ich damals nicht schießen wollte. Ich wollte diesen Wachmann wirklich nicht umbringen. Jahre steht das Haus jetzt leer. Und nichts ist passiert, seit sie uns rausgetragen haben. Wahrscheinlich irgendwelche Erbstreitigkeiten. Du weißt ganz genau, dass sie den Kasten leer stehen lassen, um irgendwann hier Eigentumswohnungen draufzustellen. Ja, es gibt ja auch zu wenig Wohnungen. Scheiß Spekulanten. Reinhard, mach keinen Quatsch. Du bist doch nur auf Bewährung draußen, Mensch. Ist doch scheiße. Mein Risiko, oder? Stellt euch mal vor, wir würden das Ding jetzt besetzen. Damit rechnet doch heute keiner mehr. Das Risiko, dass sie uns deswegen ein Verfahren anhängen, steht einfach nicht dafür. Für
Findest du es okay, wenn so ein Haus leer steht? Es gibt einen Haufen Ungerechtigkeit auf der Welt, Reinhard. Jetzt macht nicht lang rum, kommt rein. Es ist doch Aufgabe der Politik, sich um sowas zu kümmern. So sehe ich das auch. Mein Vater hat immer gesagt, Motorradfahrer sind Idioten. Wo ist Reinhard? In der Gabriel-Marx-Straße. Das ist das erste Haus, was wir damals besetzt hatten. Erinnern Sie sich an Dieter Reuter? Reuter, wie gehört. So hieß der Wachmann. Sie haben zu Reinhard gesagt, Sie wollten nicht auf ihn schießen. Das verstehe ich nicht. Entweder schießt man oder man schießt nicht. Wer sind Sie? Susanne Reuter. Das ist schon so lange her. Er hat uns plötzlich überrascht. Ich stand plötzlich vor mir, was sollte ich denn tun? Ich wollte diesen Mann nicht erschießen. Seid ihr es? Verdammt, jetzt mach keinen Quatsch. Susanne? Wo kommst du denn hier?
hast mir nachspioniert, Scheiße. Begreifst du mich? Es wird keine Geschichte über mich geben. Hilf mir. Du bist keine Journalistin. Ich habe die Fotos gesehen. Du wirst uns alle umbringen. Richard Haiger. Damals hat er noch keinen Zopf gehabt. Das Kaliber ist das gleiche wie bei deinem Anschlag im Fernsehstudio. Schau mal. Ja. Ist das gesichert? Die Täter werden Opfer. Der Mörder vom Steininger. Warum bringen die sich plötzlich alle gegenseitig um? Erst seit der Entlassung vom Kammermeier. Die haben doch damals bei Mosheim einen Haufen Kohle und Juwelen mitgenommen. Jetzt kommt der Kammermeier raus, verlangt seinen Anteil und schon geht's rund. Wäre eine Möglichkeit. Kann ich mal telefonieren, bitte? Bringt sie. Lassen Sie sich ruhig Zeit, es wäre eilig. Danke. Batic, Carlo, ich habe eine Fahndung für dich. Reinhard Kammermeier ist vermutlich bewaffnet. Ja, an alle Streifenwagen. Frühstück. Ich hol uns was. Halt, Polizei, stehen bleiben! Mann. Fremde Häuser einbrechen, das haben wir gern. Hey, aber. Zigarette? Beim Verhör nie.
Profi, was? Widerwillen. Opfer der Umstände, natürlich. Wo waren Sie heute Nacht? Wenn Sie kein Alibi haben, müssen wir Sie hier behalten. Haben Sie Ihre alten Freunde eigentlich schon wieder gesehen? Richard Haiger zum Beispiel. Weg? Ja, gestern Abend. Und da haben Sie Streit bekommen, weil er Ihren Anteil an der Beute nicht rausrücken will, stimmt's? Kohle interessiert mich nicht. Kohle interessiert Sie nicht, nein? Da stehen Sie drüber, ja? Ich kenne euch von früher, Reinhard, aus dem Eisbrecher. Oliver, dich, Rick. Rick ist heute Nacht umgebracht worden. Was? Irgendjemand hat was gegen die Leute, die mal bei der Freiheit 81 waren. Aber erst seit Ihrer Entlassung. Wo warst du heute Nacht, Reinhard? Ich war mit der Frau zusammen. Klar, wenn man so lange im Gefängnis war, hat die Frau auch einen Namen. Susanne Koron, meine Nachbarin. Wir werden das überprüfen. Sind Sie Journalistin? Haben Sie was dagegen? Aber Sie sind Susanne Koron. Wo waren Sie heute Nacht? Erst im Eisbrecher, dann zu Hause. Herr Kammermeier hat angegeben, Sie könnten bezeugen. Er war bei mir. Bis heute Morgen um 8. Bis um 8? Da sind Sie ganz sicher? Ja. Ich glaube ihr kein Wort. Das ist doch eine alte Genossin von ihm. Du kannst jetzt gehen, Reinhard. Danke, Hans. Okay. Wir sehen uns wieder, Herr Kammermeier. So wie es ausschaut, hat die Koron wirklich nichts mit der Freiheit zu tun. Trotzdem lügt sie. Fonsi, wie schaut's denn zurzeit mit dem Personenschutz aus? Haben wir da Kapazitäten frei? Es geht um ehemalige Mitglieder der Freiheit 81, vor allem Oliver Reichle und Annette Renier. Die sind hochgradig gefährdet. Nur bis heute Abend. Ja, okay. Die Kollegen vom Verfassungsschutz schlampen manchmal auch. Glaub mir, die ist nicht sauber, die Koron. Geh ein bisschen spazieren. Spinnst du jetzt? Ich bin freigestellt für die Werbekampagne. Muss ein bisschen nachdenken. Vergiss den Piepser nicht. Wo fahren wir jetzt hin? In das alte Haus. Ich weiß nicht. Nach Hause kommen. Da können uns Leute so fies wohnen. Was schafft Zeiten?
Was machst du denn hier? Ich dachte, du musst nach. Hab ich auch, schau mal. Geburtsurkunde. Susanne Reuter. Urkunde über die Änderung des Familiennamens. Die Tochter vom Wachmann heißt jetzt Koran. Was machen Sie in der Wohnung von der Koran? Da kann man mal wissen, wo Ihr Sohn ist. Mein Sohn? Gab einmal eine Zeit, da habe ich immer genau gewusst, wo er ist. Im Gefängnis. Er ist in Lebensgefahr. Können Sie sich vorstellen, was sich auffällt? Besetzte Häuser mochte er. Entschuldigung. Jetzt fehlen nur noch Annette und ich. Wir haben uns mal sehr geliebt. Manchmal überlege ich, wie mein Leben wohl verlaufen wäre, wenn wir damals nicht diese blödsinnige Idee gehabt hätten mit dem Überfall. Du musst verrückt sein. Du wartest 11 Jahre auf meine Entlassung. Ich wollte niemanden umbringen. Aber meine Hand. Und Oliver? Hat Schwein gehabt. Was hat mein Vater gesagt, als er gestorben ist? Nichts. Sechs Kugeln für Rick. Da bleibt keine für mich.
Franz! Die hauen ab Richtung Bahngelände! Norden? Süden? Wohin die Gleise führen? Nirgendwohin. Die Ärzte sagen, er wird durchkommen. Seine Waffe war nicht geladen. Spiel.